Momentan beschäftigen uns die Banken alltäglich. Neben den ganzen Widerrufsfällen und der Rückforderung der Bearbeitungsgebühren hat der BGH nun wieder ein sehr verbraucherfreundliches Urteil gefällt. So hat eine Raiffeisenbank aus Ulm pauschal 35 Cent berechnet für Bareinzahlungen und Barüberweisungen am Schalter. Da damit auch Fehlbuchungen umfasst waren, hat der BGH die Auffassung vertreten, dass eine derartige Pauschalerhebung von Gebühren nicht möglich sei. Leider heißt das jedoch noch lange nicht, dass sämtliche Bankgebühren rechtswidrig seien und damit fehlerhaft seien. Die Konsequenzen aus diesem Urteil bleiben abzuwarten. Es ist damit zu rechnen, dass hier weitere Prozesse bis zum BGH getrieben werden müssen, um hier mehr Rechtsklarheit zu bekommen. Auch müssen wir noch abwarten, bis wir die Entscheidungsgründe vorliegen haben, was nun dieses Urteil genau in der Praxis bewirkt. Wir haben hier schon viele Anfragen, ob man jetzt grundsätzlich schon die Bankgebühren zurückverlangen kann. Da können wir hier noch keine klare Aussage treffen. Jedoch geht es hier in die richtige Richtung. Wenn ihr mehr erfahren wollt von uns zu diesem Thema, gebt uns doch hier bei diesem Video einen Daumen hoch oder verfolgt uns vielleicht auf unserer Facebook-Seite. Tschüss!